Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren kurzen Video. Heute geht es um einen Audi A2 Baujahr 2003. Bei dem möchten wir einmal die Serviceanzeige zurücksetzen. Und wie man das Ganze machen kann, würde ich euch gerne zeigen. Und los geht's. So, und zwar machen wir das Ganze wie folgt. Die rechte Taste drücken, gedrückt halten, Zündung anmachen, leuchtet Service auf und diese Taste danach gedrückt halten. Und das war's. So, nochmal zur Wiederholung. Jetzt wird Service natürlich nicht mehr aufleuchten. So, die rechte Taste drücken, gedrückt halten, Zündung an und den einmal danach gedrückt halten. Ja, und dann ist die Serviceanzeige auch schon zurückgesetzt. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man den Service zurücksetzen. Das kann wirklich jeder, denke ich mal, der links und rechts unterscheiden kann. Deswegen schreibt unten alles in die Kommentare zum Thema Service Reset. Und ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wenn ihr Bock auf weitere Vorteile habt, checkt unten die Kanalmitgliedschaft ab. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!